Boulevard Bayern, das weiß-blaue Gesellschaftsmagazin mit Sabrina Staubitz. Hallo und herzlich willkommen aus dem Roten Salon des Lehnbach-Palais in München. Eine sehr beeindruckende Örtlichkeit ist ja der Bayerische Landtag, das Maximilianeum. Dort fand in dieser Woche eine Shampoos-Sause statt. Nein, also nicht etwa, weil die Politiker ihre Diäten diskutiert hätten, sondern eine Champagner-Marke hatte sich dort eingemietet, um ihre neueste prickelnde Perle vorzustellen. Ein Champagner ganz in Rosé. Ein schöner Grund zum Feiern, die Geburt eines neuen Champagners. Zu diesem Event gibt sich auch die Prominenz die Ehre, obwohl sie diesmal nicht der Mittelpunkt ist, sondern das rosafarbene, prickelnde Etwas in ihren Gläsern. Doch wie genießt der Promi den edlen Tropfen am liebsten? Immer nur mit schönen Frauen. Aber nur eins. Immer nur mit einer schönen Frau. Wenn ich von Wöfklikow eingeladen bin, trinke ich am liebsten Champagner. Wann immer es einen Anlass gibt, wenn nicht, sorge ich dafür, dass es einen Anlass gibt. An diesem Abend gibt es ihn natürlich. Eine Tanzeinlage zwischendurch soll dafür sorgen, dass die Stimmung noch mehr steigt. Der Champagner fließt und die Prominenz genießt. Am liebsten würde ich gleich drinnen baden, so die nächste halbe Stunde. Niemals. Das wäre ein Frevel an diesem Getränk. Wenn dann in Stutenmilch und solchen Sachen. Das finde ich ein bisschen dekadent. Also Champagner ist eine Luxusware, die man genießen sollte und einfach nicht wie Wasser nebenbei trinken. Und drin baden, das wäre nicht mein Stil, nein. Stil sollte man bewahren. In Frankreich heißt man mit dem Rosé übrigens den Frühling willkommen oder beginnt ein exquisites Abendessen. Dieser Rosé ist wirklich ein fester Wein des gelben Etikett, der Yellow Label. Deshalb wollen wir eine Rosé, die ist sehr schön mit Aperitif. Das heißt, zu fangen ein Dinner, eine Lunch, das ist wirklich eine perfekte Rosé. Lässt der Franzose denn auch so richtig die Korken knallen? Das ist eine Einladung. Der Klang der Champagner, die öffnen, ist eine Einladung. Superbe. Und manch einer fühlt sich gleich so französisch. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie. So, das reicht. Noch mehr französisch würde ich mich jetzt gerade fühlen, wenn ich den nötigen Franzosen jetzt neben mir hätte und ein Gläschen Champagner. Vive la France, würde ich da nur noch sagen. Ich bin ja eh Franzos. Ah. Du bist Franzos? Oui. Ah, oh. Mais oui. Ça, ça c'est pas cool. Ah, ouais, ja, Baguette. Voilà. Was mehr prickelt als Champagner? Die Liebe. Die Liebe. Ja, kann ich nur unterstreichen. Eine Bootsfahrt auf einem See bei, sagen wir mal, 28 Grad Tagestemperatur. Was prickelt mehr als Champagner? Gar nichts. Wie dem auch sei, den prickelnden Abschluss eines rauschenden Festes bildet meistens die flotte Sohle auf dem Tanzparkett.